Ja, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Florasky in einer neuen Stadt. Dieses Haus ist Skys Haus. Und wir müssen jetzt wieder mal einen nervigen Anruf abwimmeln. Hey! Ja, ich muss zugeben, ich habe mich hier schon mal ein bisschen umgeguckt, um zu sehen, ob man denn hier von der Stadt runterkommt. Und ich kann euch jetzt schon sagen, nee. Tut mir leid. Ich weiß schon, dass ich hier erst wegkomme, sobald ich die Arena besiegt habe. Dann wisst ihr was? Sowohl links als auch rechts müssen wir Surfer einsetzen können. Und um Surfer einsetzen zu können, brauchen wir den Orden dieser Arena. Lyra, unser Arenaleiter, geht oft zur Bibliothek. Sie ist irgendwas, ne? Aber ich habe noch mit keinem hier geredet, also das weiß ich jetzt noch nicht. Ich kann die versteckte Maschine des Surfer nicht benutzen, nachdem ich... Stahltyp. Okay. Sie setzt also Stahl-Pokémon ein. Es sollte nicht so schwierig dann werden. Apropos Surfer. Ich habe das Gefühl, Schildi könnte das gut gebrauchen. Wenn es denn auch mal wieder dann am Kampf teilnehmen kann. Ich gehe ja gleich eh ins Pokémon Center. Bubble Beam können wir wegmachen. Ganz einfache Entscheidung. Wasser für Wasser. Ja. So. Aber ansonsten ist nicht wirklich eins von den Pokémon gut gegen Stahl. Ach, egal. Wir gehen jetzt erstmal in die Häuser hier rein. Oh mein, eine neue Einrichtung. Haha, XD. Warum sage ich XD? Hallo. Jo, Mann, machen wir den Beat auf meiner nächsten Techno-Party. In dieser Region gibt es viele unterschiedliche Evolutionen. Haunter, also eine Polo kannst du mit einem Mondstein entwickeln. Warte mal. Pansage, ist das ein Grillmark oder sowas? Ja, wahrscheinlich. Kannst du mit... Egal, ist mir jetzt egal. Gordo kannst du zum Conkeldurr auf Level 40 entwickeln. Und Sneeble wird zu Sneebunder, wenn es wenn deine Freude maximiert ist in der Nacht. Ja, wie viel denn noch? Also um das kurz zu machen, da man hier nicht tauschen kann oder bestimmte Sachen machen kann, wurden manche Entwicklungen anders gestaltet in diesem Spiel. Damit man trotzdem die Pokémon bekommen kann. Mein Winger kann über die See fliegen. Kannst du das glauben? Dann hilf mir hier wegzukommen. Ich will hier nämlich eigentlich gar nicht sein. Wie viele Pokémon zusammen? Na. Ich stehe mal wieder in der Küche. Ich verkörpere das typische Klischee von meinem Frau mal wieder. Ich habe mal geträumt, ein Garena zu werden. Und das war so geil. Weißt du das? Also, ja. Ich habe manchmal auch andere Träume, aber die sollte man in diesem Spiel nicht erwähnen. So, jetzt mal wieder gucken, hier kein Haus zweimal zu betreten, ne? Das ist eine sehr alte Stadt. Das ist sauschön für dich, muss ich sagen. Gehen wir mal hier rein. Oh, okay. Ja. Das ist ja wohl nicht die Bücherei, auch wenn hier sehr viele sehr viele PCs drauf sind. Lanette, ach, das ist das Haus von Lanette, dieser komischen Frau, die da immer an so einem Ding steht. Okay, ach, da steht sie ja. Da steht Lanette. Sie ist fett. Aber nur, weil sie es reimt. Alles, was sich reimt, ist wahr. Merkt euch das, Kinder. So. Jetzt gucken wir mal, was die Leute hier so sagen. Hi. Warst du schon in der Festerzone? Das ist eine Fest... Also, es ist eine Spielinsel. Du kannst dort viele spaßige Spiele... Warte, da sage ich gleich was zu. Viele Pokémon, ne? Ja. Was weiß sie? Ich frage mich, wie Pokémon früher aussehen haben. Vielleicht weiß Lyra das. Lustige Spiele, was der Mann gerade gesagt hat. Es will unbedingt jemand, dass es ein Kuchen-Mini-Spiel in dem Spiel hier gibt. Was das genau ist, werde ich dann später sagen, wenn ich auf dieser Insel gelandet bin, wo der Typ mir das gesagt hat gerade. Oh, hallo, wer bist du? Ach, du bist Drinky, ja. Du bist nicht Drinky, also du da. Mann, ist ja auch egal. Das ist immer so komisch, aus der ersten Person dann mit der dritten zu reden und du zu sagen. Du. Und hier aus der dritten Person über die erste Person zu reden und du... Ach, ey, Mann! Total verwirrend! Lasst mich in Ruhe! Ich will doch nur ein Spiel spielen und kommentieren! Was wollt ihr von mir? Lasst mich! Die Musik ist wenigstens halt nicht schön, ne? Hier sitzt so ein Evoli irgendwie gar nicht mehr so auf der Bank durfte. Du wirst eigentlich schon runterfallen, sobald links wie es sitzt. Mali, es ist nicht mehr so, wie es war, weil die alten Bücher oder so, ne? Alle reden von der Bibliothek, die muss ja richtig schön sein. Waren wir hier drin? Nö, das ist... Oh, vielleicht steht der Mann ja mal da. Okay, die Frau gönnt sich eine Auszeit von der Küche. Ich habe hier ein Ei. Ja, ich möchte es gerne haben, aber ich lass mich raten. Ich kann es nicht nehmen, weil... Ja, natürlich. Kurzer Schnitt. Okay, Frau, gib mir dein Ei. Was immer mal sehr komisch klingt, aber wieder, ja. Gib mir bitte einfach dein Ei. So, ich muss ja natürlich dafür ein Pokémon auf meine Box lagern. Und ihr werdet auch gleich sehen, welches das ist. Ihr könnt schon mal Tipps abgeben. Welches Pokémon habe ich abgelegt? Ja, ich bin die Frau, ne? Und das ist... Flämmchen.
Solange ich keinen Feuerstein habe, möchte ich Flämmchen nicht mehr im Team haben, erstmal. Ah, das ist ein schönes Ei, ne? Ja, das wird jetzt ganz klassisch sein. Wir müssen einfach eine Weile rumherlatschen, bis dieses Ei schlüpft und wir dann ein neues Pokémon im Team haben oder was auch immer das sein soll. Wenn ihr euch erinnert, hat der Typ gesagt, dass es ein Wasser-Pokémon ist, das in dem Ei steckt. Ich schätze also, es ist Azubel oder irgendwas in der Richtung. So, da waren wir schon. Diesmal habe ich mir halbwegs gemerkt, wo ich schon drin war. Ist das nicht unglaublich? Ein Fortschritt. So, dann die Häuser hatte ich auch schon. Da ist die Arena. Hui, habe ich mit den. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den schon hatte. Euch hatte ich garantiert schon. Ich bin doch nicht doof. Euch hatte ich schon. So, du da. Ich mag's, weil ich hier voll so dumm bin. Und der Vollständigkeit halber. Ich. Nein, das sparen wir uns. Ey. Nein. Ich kann da nicht. Warte, aber hab ich genug Tränke noch? Das muss ich jetzt mal in Erfahrung bringen. Wenn ich schon mal hier bin, komm. Ich rede zwar nicht mit den Leuten, aber ich muss wieder ein bisschen. Wenn wir uns das letzte Mal angeguckt haben, wie es gelaufen ist, dann würde ich sagen, ist das eine gute Entscheidung, mir mal ein paar Eisfelder zu kaufen. Ja, 7 davon. Hast du gar keine Tränke mal? Doch, Hypertrank hast du. Oh, jetzt geht's aber schon mehr extrem los hier. Nehmen wir mal 5 mit. Warum nicht? Aber Repel hast du nicht. Ey, die hat keinen Schutz. Oder der hat keinen Schutz. Das ist ja doof. Kein Schutz? Dann muss ich ja bei den ganzen Wasser-Pokémon, die ich dann in den Wasserrouten sehe, die ganze Zeit wilde Pokémon sehen. Ist ja auch doof. Ja, die ist die Bücherei übrigens. Und hier ist die Arena. Mehr gibt's denn ja eigentlich erstmal gar nicht zu verkunden, oder? Und wie gesagt, euch hatte ich, glaube ich, garantiert schon. Ja, genau. Habe ich doch gesagt. So, okay, gehen wir in die Bücherei. Oder gucken wir uns besser das Schild an. Oh, leider. Ja, dann werden wir wahrscheinlich noch hingehen, nach dem Part. Wenn jetzt die Bücherei nicht allzu lang dauert, dann schaffen wir das noch. Ich will auch mal ein bisschen vorankommen. Ich dümpel so lange in diesem LP-Raum. Ja, da war Space. Dieser Computer. Ja, schön, von jedem, was die sagen, 2 Wörter vorzulesen. Ich habe hier irgendwas gefunden. Also du kannst noch. Meine Güte. Antidote Iron, komm. Wer will denn mehr Spezialverteidigung haben? Hier, Cinderella möchte mehr Spezialverteidigung haben. Und Zink haben wir auch noch. Ah, das ist Spezialverteidigung, das andere war Verteidigung. Das Cinderella bekommt das aus, mir jetzt egal. Noch irgendwas. Das hätten wir verkaufen können beim Markt. Okay, machen wir das beim nächsten Mal halt. Und EP-Teiler geht ja ganz klar auf Cinderella drauf. So. Gut, reicht das jetzt? Ach so, du willst mir doch noch was. Die Perke. Ich bin süchtig nach einem Wasserstein. Hättest du mir keinen Feuerstein geben können? Jetzt mal ehrlich, ich brauche einen Feuerstein für Flämmchen, Mann. Die Höhenregion ist für bekannt. Sind ganz schön fanat an Wasser-Pokémon, ist mir aufgefallen. Ich krieg ein Pokémon-Ei, da ist ein Wasser-Pokémon drin, ich krieg einen Wasserstein. Aber ausgerechnet die Arena-Leiterin, die setzt natürlich dann Star-Pokémon ein. Und was machst du hier eigentlich? Was machen die hier? Wieso sind die hier so in den Regalen drin? Was ist das? Hör auf, mich hier beim Lesen zu stören. Könnt ihr mal aus Spaß mal gucken, ob hier ein Item versteckt ist. Nö, wäre auch zu schön gewesen, ne? Da. Hätte ich die Pflanze jetzt ein Item rein. Hi. Diese Bücher auf dem Grund sind sehr einfach zu lesen. Hä? Ich hab bestimmt irgendwas falsch gelesen gerade. Jeder hier sollte die Bücher mal gucken, die sind sehr schön. Da. Hallo. Mit diesen Büchern habe ich schon viele seltene Items gefunden. Ich habe das in der Dark Cave gefunden, aber ich brauche das nicht mehr. Vielleicht weißt du ja, was damit anzufangen, für eine blaue Dingsbums. Naja, was soll's. Ja, da sind wir wieder. Na. Was? Ach so. Die rote Scherbe habe ich ja schon gefunden. Diese rote Klaue oder so habe ich in diesem Tempel gefunden. Okay. Neuerdings kann man auch über Tische laufen in Büchereien. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist früher, aber das geht das. Das ist ganz schön von der Leitung. Lyra. Oh! Hallo Drinky. Ich sehe aus wie. Wie heißt die? Lorelei. Ich sehe aus wie Lorelei aus der ersten Generation. Ich bin die erste der Top 4, aber habe jetzt blaue statt rote Haare. Hallo. Ja. Ich habe ihn immer noch nicht gefunden, den Geheimraum, ne? Aber es gibt nur so viele Mysterien, aber Bücher sind nur Bücher. Ach, du möchtest jetzt einen Kampf mit mir haben? Ich sehe ein bisschen in der Arena. Okay. Es tut mir so ein bisschen leid, dass ich jetzt die Dialoge nicht mehr so vollständig lese, aber ich möchte euch mal einen Vergleichswert geben. Ich habe mal geguckt, wie andere LPer so weit vorankommen. Einer hat so 80 Parts gebraucht und war in Part 19 und 20 im Wald. Da könnt ihr euch mal ausrechnen, wie viel ich noch brauchen werde, um hier durchzukommen. Ich schätze mal weit über 100.
Und deswegen möchte ich jetzt ein bisschen Zeit mal einsparen. Und gehen auch noch im selben Part in die Arena. Cinderella? Es wird eine schwierige Arena, da ich nicht leveln konnte oder trainieren konnte. Das heißt, die Level hier werden unmenschlich hoch sein. Ja, wie läuft's so? Du möchtest der Champion werden, aber ja, kein Trainer so, ne? Ja, bla 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 bla. Bla bla bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Der User, mit dem Stahlteam, ne? Feuer und so, ne? Ja, ja. Der, was er nicht gesagt hat, dass Wasserattacken auch sehr gut sind, wenn nämlich die meisten Stahl-Pokémon da zwei Typen Boden oder Gestein haben. So, ich sehe jetzt, das wird ein ganz funnyhaftes Rätsel hier werden. Oh ja, das wird schön. Da könnt ihr mich jetzt beim Verzweifeln zugucken, wie ich dieses Rätsel lösen möchte. Das ist doch schön, oder? Oh ja, wir landen wieder hier. Sehr gut. Das ist doch schön. Das muss ich halt, muss den linken Gang auf jeden Fall wieder runternehmen. Wie kommen wir denn jetzt da hoch? Da ist ein blauer Pfeil. Ah, okay. Nee, warte, warte, das bringt nichts. Ich muss zuerst zu dem rechten Schäbel da. Wie komme ich denn da hin? Okay, ich sehe schon. So, hier. Und dann hier hoch. Hä? Hey. Oh, ich muss ganz rechts. Oh, Leute. Heute werden wir noch keinen Kampf sehen. Das wird so heute ein Part ohne Kämpfe. Naja. Okay, hier wären wir schon mal. Irgendwas hat sich jetzt getan. Wir gehen mal hier rauf. Ah, die Hälfte ist schon mal da. Wie komme ich jetzt zu dem anderen Dingsbums dahin? Wie komme ich zu dem Teil dahin? Da muss ich dahin. Wo komme ich dahin? Da? Nein. Boah, ey. Seid ihr bekloppt? Ich gehe mal hier. Nein! Nein, da unten! Es ist schön, weil es so schön ist. Okay, wir gehen jetzt einfach wieder hier hin. So. Das sieht doch ganz lustig aus hier. Wo komme ich denn hier hin? Okay. Da. Und dann. Da! Nur so schwer war's doch gar nicht. Ich kann's doch. Ich bin doch cool genug. Ja, da wollte ich jetzt eigentlich gesagt, doch, so will ich da hin. Okay. Hey, ich kann's ja doch. Ich kann's ja doch. Und so leid es mir auch tut und der Part jetzt kürzer wird, aber ich möchte keinen Kampf hier drin haben, der dann zu lange dauert. Das heißt, dafür könnt ihr euch freuen, im nächsten Part gibt's dann nur Kämpfe. Ist das nicht schön als Ausgleich? Moment, ich muss doch sowieso noch was rausschneiden wegen dem Ei. Das heißt, ich kann das jetzt locker machen noch. Ja, wir machen den Kampf noch. Hallo? Wäre noch schöner, wenn ich jetzt einen Part ganz ohne Pokémon-Kampf mache hier. Also los. Okay, ich bereue es jetzt schon. Ist das euer Ernst mit dem Leveln hier, Leute? Ist das euer verdammter Ernst, oder? Gut, das wird eine pure Arena für Schildi werden. Das wird eine richtig schöne Arena für Schildi werden, Leute. Okay. 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 Das wird ein schöner Spaß. Jo, das wird schön. Das wird die beste Arena der Welt. Vor allen Dingen, weil ich meine Pokémon nicht mehr heilen kann. Ich kann meine Pokémon nicht mehr trainieren. Das wollte ich sagen. Ich kann meine Pokémon nicht trainieren und muss wieder mal mit den Pokémon, die ich habe, kämpfen. Und das bei Leveln, wo ich komplett unter dem der Gegner bin. Sehr gut. Sehr, sehr gut, würde ich mal meinen, oder? Oh, meine Güte. Ja, Level 30 für Cinderella, das ist ja ganz toll. Trotzdem hilft mir das nicht, darüber hinweg zu. Wollt ihr mal ein bisschen runterkommen oder so? Übertreibt so ein bisschen mit den Gegnern, würde ich mal ganz stark behaupten wollen. Was soll das? Was sollen diese Level? Mann, ey, ist doch blöd. Also ich muss definitiv, sobald ich hier rauskomme, trainieren. Das hilft gar nichts anderes. Irgendwann bin ich zu weit unterlevelt, dass ich es nicht mehr schaffen kann. Irgendwann bin ich viel zu weit unterlevelt. Ja, was soll das? Was soll das? Ganz ehrlich, was soll sowas? Ist doch total behindert. Mann, ey. Jetzt bauen wir, hauen wir die erstmal weg hier. Jo, Clang ist weg. Ich warte auch drauf, dass Schilde sich weiterentwickelt, natürlich. Und natürlich hat dieses Stahlbohr den Angriff nicht. Ah, die Rufe, ey. Ihr seid aber auch ein bisschen verrückt damit, ne? So, Stahlbohr muss auf jeden Fall weg. Über das Fermikula mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Das Stahlbohr muss weg.
Okay. Okay. Ich stahl über dich. Ja, das ging daneben, das ist sehr gut. Ja, Semikula ist völlig egal. Semikula ist absolut egal. Wichtig ist, Stahlrohr wegzukriegen. Langweilig, jetzt kommt wieder hoch, Stahlrohr. Ja, war klar, dass es genau das ist, ne? Und war klar, dass es auch noch genau ausreicht. Ich hasse das, ich hasse das, ich hasse das. Dich. Naja. So. Ja, das bringt ja feuchten Kehricht, sehr schön. Ja. Ich muss auf Stahlrohr gehen. Und wetten, es wird sich. Wetten, es wird sich wieder untergraben. Nein, mach's nicht mal. Ach, ein Steinhagel noch, der direkt beide trifft. Okay. Okay. Es funktioniert nicht, weil es wirklich. Es ist doch ein Bodenpumpen. Jo. Nein. Okay, okay. Vielleicht hau ich den Kampf noch in den nächsten Part rein, wenn es so lang dauert. Mal schauen. Das bringt ja nichts. Was soll ich machen? Patrick Hand. So. Das ist ready to help, Kleinhorn. Weiß nicht, wie das funktioniert, aber habt ihr jetzt einfach mal gemacht. Och, Mann. Ey, Rotomorph und Stahlobor, die behindertsten Gegner in diesem Spiel, ganz ehrlich. Gut, Revive, Leute, Revive. Auf, wo ist es jetzt? Ganz unten. Chili. Lalalala. Und ihr beide greift mal dieses Semikula an. Ja, mach doch, tu dir keinen Zwang an. Semikula, du bist mir völlig egal. Ja, und natürlich auf Schild, auf Schock. Leck mich! Mann, ey. Dich, Stahlober, dich, ey. Warte, ich. Nee, also ganz ehrlich, so eine Vulgärsprache brauchen wir nicht in dem LP. Ganz ehrlich nicht. Ja, ist gut jetzt. Was soll das? Hört doch mal auf mein Schild die ganze Zeit drauf zu gehen. Mann. Idioten, ey. Na also. Oh, jetzt hau ab, du blödes Idiotenvieh, ey. Ganz ehrlich. Stahlrohr. Hau ab. Idiot. Schildi muss sich unbedingt zum Turtok noch weiterentwickeln in dieser Arena, das ist wichtig. Deswegen werde ich es jetzt auch wieder heilen. Mit einem Supertrank, damit es jetzt auf gar keinen Fall von Semikula besiegt wird. Kann ja sein, dass Semikula jetzt hier voll ausrasten will. Jo. Ja, es wäre auch auf Schildi gegangen und Schildi wäre weg gewesen, deswegen war es eine saugute Entscheidung. Und das war's mit Semikula. Das war's mit dem Kampf. Ja, Klappe. Und Level 35 für Chili, so muss das aussehen. Was? Ich will kein Nein, Rainnails kannst du mal, oder? Ja, Rainnails kannst du mal vergessen. So, ganz schnell, tschüss. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, Leute. Tschüss. Ja, genau. Ja.